Dieser Lebkuchenmann will endlich eine Freundin haben. Dazu wählt sie ihre Form aus und fügt sehr viel Zucker hinzu, damit sie ihn für immer lieben wird. Der Koch warnt ihn, weil es nicht so im Rezept steht, aber der Lebkuchenmann ignoriert es. Als das Lebkuchenmädchen fertig gebacken wird, ist er sehr aufgeregt. Doch sie bewegt sich nicht, weshalb er traurig weggeht. Plötzlich wacht sie auf und läuft glücklich auf ihn zu. Sie fängt an, ihn zu umarmen und scheint ein wenig verrückt zu sein, aber weil der Lebkuchenmann einsam war, ist es ihm egal. Dann trägt sie nach Hause und füttert ihn mit Milch und selbstgebackenen Keksen. Mit der Zeit ersetzt das Lebkuchenmädchen alle Bilder im Haus durch ihr Gesicht und lässt ihn nicht einmal in Ruhe Fortnite spielen. Irgendwann wird ihm das Ganze zu viel und er beschließt zu gehen. Er sagt zu ihr, dass er kurz Milch holen will, aber sie lässt ihn nicht alleine gehen. Also lenkt er sie ab und rennt um sein Leben. Er ist gerade dabei, sich in der Bäckerei zu verstecken, als sie plötzlich vor ihm steht. Sie wirft sich vor, ihm nicht genug Liebe gegeben zu haben und schubst ihn runter. Doch der Lebkuchenmann schafft es, sich festzuhalten. Er tritt sie mit dem Fuß und sie fällt in den Mixer. Erleichtert kehrt er nach Hause zurück, aber er weiß nicht, dass die Maschine noch backt und das Lebkuchenmädchen massenhaft hergestellt hat. Nachts brechen sie in sein Haus ein und wollen für immer mit ihm zusammen sein.